Ich halte ja selber manchmal Referate, neudeutsch Keynotes zum Thema digitale Transformation. Das machen mittlerweile ganz viele. Mir wird einfach von Mal zu Mal klarer und bewusster, dass das nicht mehr die richtige Form ist, wie wir dieses Thema digitale Transformation unter die Leute bringen. Wie komme ich da drauf? Ich spüre und bekomme das auch in den Rückmeldungen mit, ganz konkret, dass die Begriffe, die mit Digitalisierung zu tun haben, für die meisten Menschen noch völlig fremd sind. Und auch die Kontexte, also zum Beispiel Stichworte wie Plattformökonomie, also welche Entwicklung steckt da dahinter, was bedeutet das für Erwerbsarbeit? Oder sowas wie digitale Ökosysteme, dass das in Zukunft die Arbeitgeber sind. Und was heißt das jetzt für mich ganz konkret, oder? Also wie muss ich mich da weiterbilden? Was muss ich da für meine Berufslaufbahn tun? Ich denke, der Informationsaufwand, der Aufklärungsbedarf ist riesig im Moment. Ich denke aber nicht, dass wir es über diese Frontalbeschallungsmaßnahmen wie Keynotes oder selbst Blended Teaching oder E-Teaching unter die Leute bringen. Wir müssen da mehr in dieser digitalen Kultur selbst arbeiten, denn all dieses Wissen liegt ja schon vor. Es ist ja da im Internet. Wie bringe ich mich selber da auf den aktuellen Stand? Das ist eben nicht mehr die Aufgabe von Dozenten oder Schulen oder Unternehmen, sondern es ist meine ureigene Aufgabe geworden. Ich muss da selber aktiv werden. Es wäre schön, wenn wir Schulen und Unternehmen hätten, die entsprechende Weiterbildungskonzepte anbieten, aber die haben wir eben noch nicht. Weil auch das Bildungssystem und die allermeisten Unternehmen den Paradigmenwechsel noch vor sich haben. Ich denke, wir müssen da in unserem Kopf umschalten und verstehen, dass digitale Transformation ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun hat, dass ich mich also selber um meine Weiterbildung und um meine berufliche Laufbahn kümmern muss.